Hab dich. Opa! Hilfst du mir, die Mädchen zu finden? Da sind sie! Harald, da Schummel! Gar nicht wahr! Er hilft doch nur einem alten Mann. Euer Majestät, deutsche Kriegsschiffe dringen in den äußeren Teil des Oslofjords vor. Heil Hitler! Heil Hitler! 1200 Meter und näher kommend! Es ist soweit. Für was? Feuer! Bist du soweit? Wo sind die Kinder? Sie warten im Wagen. Norwegen ist im Moment das Hauptziel des Führers. Was ist deine Meinung? Wir dürfen in diesem Krieg nicht auf die falsche Seite geraten. Die Regierung ist geflohen, haben Sie gehört? Lassen Sie mich verhandeln. Dann finden Sie sie. Oder wir finden sie. Die haben ihren eigenen Waffenstillstand gebrochen und Sie schicken meinen Vater in die Höhle des Löwen? Herr Rittmeister, wollen Sie das Blut norwegischer Frauen und Männer an Ihren Händen kleben haben? Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können Norwegen retten, Eure Majestät. Norwegen ist im Krieg. Die Deutschen haben den Befehl, den König gefangen zu nehmen. Unsere Aufgabe ist es, sie aufzuhalten. Ich werde mich zum Dienst melden. An der Front braucht man mich dringender als hier. Es geht nicht darum, was du willst oder nicht. Hör auf, so ein Feigling zu sein! Niemand nennt mich einen Feigling. Es macht mich zutiefst betroffen, dass es zu großem Leid in der Bevölkerung kommen könnte, wenn wir nicht auf die deutschen Forderungen eingehen. Wir stehen vor einer Entscheidung, die so schwerwiegend ist, dass ich mich fürchte, sie zu treffen.